Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Videobeitrag. Mein Name ist Irmgard, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Und ganz besonders begrüße ich heute nochmal und sage ganz herzliche Grüße nach Namibia zu Dr. Med. Karin Bender-Gonser. Hallo liebe Karin, schön, dass du dabei bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo liebe Irmgard, vielen Dank, dass ich heute mit dir sprechen darf, weil ich habe ein ganz großes Anliegen. Also, ich bin ja jetzt seit einigen Wochen hier in Namibia und bin ganz dicht dran an einem Land, wo es momentan, ich kriege schon Gänsehaut, wirklich, wo sich eine Krise zuspitzt. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland oder Europa wirklich so ankommt durch die Medien, aber es ist momentan in Südafrika eine ganz, ganz große Wasserkrise. Die hat sich eigentlich schon im letzten Jahr angebahnt. Man hat es schon prognostiziert, aber wie das halt so immer ist, ja, es passiert nur wirklich etwas, wenn es ernst wird, wenn es wirklich einem an Leib und Leben geht. Und so sieht es jetzt momentan aus. Eine gute Freundin von mir lebt in Kapstadt. Ich habe kürzlich mit ihr telefoniert und sie sagt, Karin, du kannst dir nicht vorstellen, was hier unten abgeht. Also Anfang April wird in Kapstadt, so die offiziellen Aussagen momentan, werden die Wasserhähne abgedreht in den privaten Haushalten, aber auch in den Unternehmen. Also es wird auf die Industrie betreffen, es wird Wasser abgestellt. Das heißt, Produktionen funktionieren nicht mehr. Also viele Leute, die Firmen haben, die sind schon jetzt halb durchdrehen, weil sie nicht wissen, wie sie weiter produzieren können, wie sie die Arbeitsplätze halten können. Aber abgesehen davon betrifft es eben die privaten Haushalte. Und ich bitte einfach jeden, jetzt in diesem Moment sich einfach mal vorzustellen, wie es ihm geht im Hochsommer in Deutschland, wenn er gesagt bekommt, in 3 oder 4 Wochen wird dein Wasser abgestellt. Einfach mal reinzuspüren, was das bedeutet. Also es kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn mehr. Was machen wir denn alles mit dem Wasser aus dem Wasserhahn? Also in dem Moment, wo das abgestellt wird, begreift man erstmal, welchen Luxus wir haben, dass ständig Wasser läuft, so viel wir wollen. Beim Duschen, beim Händewaschen, bei der Toilettenspülung, beim Essen zubereiten, beim Zähneputzen, beim Spülen der Teller, also nicht nur Essenszubereitung, sondern auch Reinigung des Hauses, Hygiene, ja, Krankenhäuser. Stellt euch einfach mal vor, was ist, wenn kein Wasser mehr kommt. Es ist katastrophal. Und dann auch noch in der Zeit, im Moment ist in Afrika Sommer, also es ist heiß. Und die Angst in jedem Einzelnen ist natürlich enorm zu verdursten und dass sich Krankheiten epidemieartig ausbreiten. Und es gibt inzwischen Hamsterkäufe, jeder hat seine Garage und alles sozusagen mit Wasserkanistern aufgefüllt. Aber es gibt inzwischen schon keine 5-Liter-Kanister Wasser mehr zu kaufen. Also es ist alles aufgekauft in den Märkten und Supermärkten. Also das gibt es schon nicht mehr. Und also die Leute sind jetzt schon dabei, im Chlorwasser ihres Pools sich zu reinigen. Und also wer hat Lust, sich mit Chlorwasser die Haare zu waschen, das Gesicht zu waschen, den Körper zu waschen? Ganz furchtbare Vorstellung, finde ich. Aber wenn es halt nichts anderes gibt, außer Meerwasser oder Chlorwasser, naja, dann nimmt man das natürlich. Ja? Und es wird jeder Tropfen jetzt schon gespart. Also meine Freundin berichtet, sie duscht in einer Schüssel und das Wasser, was beim Duschen sozusagen in die Schüssel kommt, wird dann wieder verwertet in der Klospülung. Also hier gibt es noch Wasserkästen an den Toiletten, haben wir auch. Ich schaue jetzt gerade mal darüber in unser Bad. Und da kann man eben dann das Wasser oben reinkippen. Aber irgendwann ist dieses Wasser aus den privaten Pools eben auch aufgebraucht.
Und was passiert dann? Und vor allem, es gibt ja auch noch ganz viele Menschen, die haben keine Pools. Ja, das sind die Privilegierten. Aber was ist in den ganzen Townships los? Ja, denen geht es ja genauso. Das heißt, da ist richtig Panik. Und das, als ich das gehört habe, das hat mein Herz so berührt. Ich kriege schon wieder, wenn ich drüber rede, Gänsehaut. Genau, schauert ständig, wo du das hast. Ganz furchtbar. Also, es ist ganz furchtbar und ich habe in dem Moment schlagartig überlegt, habe gedacht, was kann man denn tun? Was gibt es denn für Möglichkeiten? Und dann kommen, ich habe einen Aufruf über mein Newsletter gestartet, wer hat Ideen? Und natürlich kommen tolle Ideen und natürlich haben Regierungen auch tolle Ideen, wie man so einem Land helfen kann. Ja, da kommen dann Vorschläge wie Nebelnetze wie in Tansania oder Salzwasser oder Entsalzungsanlagen. Wir haben hier in Namibia, haben wir glücklicherweise in Swakopmund eine große Entsalzungsanlage. Aber sowas kostet erstens ganz, ganz viel Geld. Außerdem muss das geplant werden. Die Frage ist, wann wird es denn umgesetzt? Vielleicht in 2, 3, 4 Jahren? Aber die Zeit gibt es nicht mehr. Ja? Also diese schlauen Sprüche, die sehr häufig von ganz weit weg kommen, die produzieren in mir eigentlich manchmal schon fast so ein Gefühl der ja, Wut schon fast, dass ich denke, Leute, das sind tolle Sprüche. Und das kann man auch empfehlen, wenn man erstens die Kohle hat. Aber das Land hat die Kohle eben auch nicht. Und vor allem, wenn man die Zeit hat. Und in dem Moment habe ich dann überlegt, was kann ich denn tun? Und wahrscheinlich wird jeder sagen, ja, was kann ich denn tun? Ich als einzelne Person kann nichts tun. Und ich denke doch, dass jeder Einzelne etwas tun kann. Weil so viele von euch haben geniale Ideen, haben geniale Fähigkeiten. Und wenn man sich selber sozusagen ja anerkennt mit all seinen Fähigkeiten, dann traut man sich auch damit rauszugehen. Sehr häufig erlebe ich, dass die Leute sagen, ja, ich kann doch nichts, ich weiß doch nichts. Doch, jeder von euch kann, denn jeder von euch hat Fähigkeiten. Und ihr müsst euch einfach nur trauen, eure Fähigkeiten nach außen zu tragen. Und wenn es nur eine ganz, ganz kleine Inspiration ist, je mehr Leute ihre einzelnen kleinen Inspirationen zusammentragen, daraus kann ein großes Ganzes entstehen. Deshalb ist es so wertvoll, dass jeder jetzt seine Ideen einfach mal teilt. Ich fordere euch deshalb hier auf, kommentiert hier drunter, wenn ihr irgendeine schnell umsetzbare Idee habt, die nicht viel Geld kostet. Also die Leute haben eben auch kein Geld. Also überlegt euch, was kann man tun, um den Menschen zu helfen in ihrer Angst vor dem Verdursten und in ihrer Angst vor Krankheitsausbrüchen. Ich habe natürlich sofort an meinen Chemiefrei-Leben-Kurs gedacht, den Online-Kurs, in dem ich ja auch ganz viele Rezepte gebe. Wie kann ich mir meine Körperkosmetik, meine Hygieneprodukte selber herstellen zu Hause? Und habe jetzt ganz speziell für Südafrika in einem Schnellverfahren sozusagen diese ganzen Rezepte nochmal umgearbeitet, weil in den Rezepten ist meistens immer ein Anteil Wasser mit drin. Und jetzt habe ich alles nochmal neu überdenken und austesten müssen, wie man das alles komplett wasserfrei machen kann. Und habe neue Rezepte entwickelt, habe eine PDF entwickelt, also ein kleines E-Book ist jetzt entstanden und das ist jetzt gerade schon auf dem Weg zu meiner Freundin seit 2 Tagen, die das auf Englisch übersetzt und dann werden wir das kostenlos den Kommunen und den Stadtverwaltungen zur Verfügung stellen, dass jeder zu Hause sich das runterladen kann, ausdrucken und für sich selber zum Beispiel Reinigungsmittel für zu Hause, Körperhygieneartikel, Zahnpasta ohne Wasser, Shampoo ohne Wasser, Deo ohne Wasser. Wie putze ich mir den Popo ab? Ganz simpel mal ohne Wasser. Ja, was gibt es da für Möglichkeiten? Man muss ja an alles denken. Wie spüle ich mein Geschirr? Wie reinige ich mein Geschirr? Oder wie präsentiere ich mein Geschirr? Also die Idee, Geschirr zu spülen, muss man vielleicht langfristig sowieso über den Haufen werfen. Und dann kam mir die Idee, Mensch,
Ich war letztes und vorletztes Jahr in Thailand, da wird Essen auf Bananenblättern serviert. Also was gibt es in der Natur, wo wir Essen servieren können? In vielen Bereichen Afrikas, die Naturstämme, die essen auch noch aus großen Schüsseln und jeder nimmt nicht Besteck, sondern nimmt ein Stück Brot und tunkt es ein und isst. Vielleicht ist das die Zeit, wo wir wieder anfangen müssen, das alte Wissen hochzuholen, was ja da ist. Und vielleicht ist das die Zeit, wo wir auch uns mal verabschieden müssen von dem Gedanken, wo nur das westliche Leben, der westliche Lebensstil das Nonplusultra ist und Gesundheit bringt. Vielleicht müssen wir wieder an die Basis zurück. Vielleicht müssen wir wirklich sagen, Mensch, die verschiedenen Stämme, die wir hier in diesem Land, in Afrika haben, kommt wieder hervor und sagt, wir haben eure Vorfahren das gemacht. Vielleicht muss das wieder alles zurückgeholt werden. Ja. Ja, die westliche Kultur hat so vieles hierher gebracht und ich bin noch nicht lange hier unten, aber ich kann mir schon so ein paar Dinge oder ein paar Rückschlüsse erlauben, weil ich es erlebe hier. Nicht alles, was die westliche Kultur hierher gebracht hat, ist gut und ist für das Land gut oder ein Segen. Ganz im Gegenteil. Wir aus dem Westen müssen mal beginnen, uns mal von unserem hohen Ross runterzuholen. Und da werde ich wirklich ganz, ganz extrem, weil ich spüre, wie viel mehr wichtiger es ist, das zu honorieren, was andere tun. Ja, also die Toleranz des anderen, des Gegenüber. Und das hat nicht unbedingt etwas mit der Hautfarbe zu tun, sondern die Toleranz untereinander. Wir alle miteinander. Weiß, gelb, braun, schwarz, was auch immer. Es ist egal. Es ist auch egal, aus welchen sozialen Schichten wir kommen. Wir müssen mal aufhören, übereinander zu urteilen, zu beurteilen, zu verurteilen, sondern vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wo wir uns alle zusammensetzen und sagen, was können wir gemeinsam tun, damit es in eine gute Zukunft geht. Ja? Ich fange jetzt schon an zu philosophieren, aber das passiert, wenn man hier so davor sitzt und merkt, Mensch, was geht eigentlich ab? Ja, und nicht nur weit weg von einem Fernseher sitzt und Nachrichten anguckt, sondern es erlebt, es wirklich wahrnimmt mit seinem eigenen Körper. Ja. Ja, genau. Dem gibt es jetzt von meiner Seite auch nichts hinzuzufügen. Mich hat es ständig geschauert, Karin, als du das jetzt so erzählt hast. Und nochmal ein Aufruf, bitte kommentiert hier unter dem Video, teilt eure Gedanken, eure Ideen mit, damit Karin das auch vor Ort dann weitertragen kann. Und selbst wenn ihr absolut keine Idee habt, dann vielleicht noch eine Idee von mir. Schickt den Menschen dort in Gedanken, so oft ihr tagsüber daran denkt, Licht und Liebe, Kraft und Energie. Ich bin jetzt gerade so berührt von dem Thema, mir stehen noch ein bisschen die Tränen in den Augen. Ja, okay. Also, wie gesagt, kommentiert, damit wir es weitertragen können und ansonsten ständig Licht, Liebe, Kraft und Energie den Menschen da schicken. Ich sag dann, hast du noch was, Karin? Nee. Nein, aber das war noch eine wunderbare Ergänzung. Ja? Also alles, was ihr habt, schickt es hier runter. Die Leute können es wirklich gebrauchen jetzt. Okay. Dann beenden wir das Video hier mal mit einem Wort aus dem Sanskrit. Das heißt Namaste. Namaste. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.